Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part The Legend of Zelda. In diesem Part habe ich viel vor. Als erstes, den dritten Dungeon möchte ich in diesem Part schaffen. Und danach möchte ich mir tatsächlich den blauen Ring für 250 Rubine kaufen und auch das verbesserte Schwert. Aua, das hat mir getan. Deshalb werde ich hier auf dem Weg versuchen, die meisten Gegner zu killen und dann hoffe ich, dass ich die restlichen Rubine für den blauen Ring im Dungeon vollkriege. Wenn nicht, dann werde ich wieder ein bisschen vorspulen müssen, also cutten müssen. Und dann, ja, mal schauen, ne? Um zum Dungeon zu kommen, müsst ihr vom Startpunkt einmal nach oben gehen, dann viermal nach links. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft ich schon nach links gegangen bin. Deshalb wird das jetzt ein bisschen schwer für mich. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht, das wäre schlecht. Auf jeden Fall, danach muss man nach unten irgendwann. Aber ich weiß jetzt nicht, wie oft ich nach links gegangen bin, das ist das Problem. Ach, komm schon, töte die ganzen Gegner. Komm schon, gib mir wenigstens mal ein paar Rubine hier, so 5er oder so. Wäre ganz nett. Warte mal, ich hab doch hier einen Boomerang, Alter, benutzt den doch. Der Boomerang kann nämlich auch Items an, ranziehen. Ist auch ganz nützlich. Okay, hier kann man nicht nach unten gehen. Bedeutet, das ist dann hier der vierte Bildschirm. Dann gehen wir hier nach unten. Und dann nach rechts. Glaube ich. Ich kann die ja auch paralysieren, das ist ja nice. Also werde ich hier mal schön die Gegner töten, damit ich hier Rubine kriege. Nein, du bewegst dich nicht. Stirb. Aber Herzen wären auch gut, ne? Leute, nur mal so. Schade. So, dann hier nach rechts und dann müssten wir schon da sein. Na, genau. Das ist der Dungeon. Bei dem war ich sogar mal kurz, als ich Rubine sammeln gegangen bin. Hab's aber nicht realisiert, dass es der dritte Dungeon ist. Naja, egal. Betreten wir ihn. Den dritten Dungeon. Oh, er ist grün. Giftgrün. Okay, hier am Anfang kann man nur nach links gehen. Dann gehen wir mal nach links. Und was sind das für Gegner? Das sind irgendwie die Kieselsteingegner aus dem ersten Dungeon, nur größer. Wow, ah, das sind tatsächlich die Kieselsteingegner. Aber die teilen sich auf, wenn ich die mit dem Schwert treffe. Das ist nicht so gut. Aber dafür habe ich ja meinen Boomerang, ne? Warte mal, ist das, wenn ich die mit der Kerze treffe, teilen sie sich dann auch auf? Ja. Und eine Bombe für die möchte ich jetzt auch nicht verschwenden, also egal. Muss ich halt damit leben, dass sie sich aufteilen können, ist ja auch nicht so schlimm. Krieg ich was dafür? Nein, krieg ich nicht. Bis jetzt ist der Dungeon linear, weil es gibt immer nur einen Raum, wo man weitergehen kann. Hier auch. Hey, das ist blöd, dass sie sich so komisch aufteilen. Die sind dann irgendwie richtig schnell. Habt ihr gerade gesehen, ne? Komm schon. Du auch, bitte. Geh weg. Kriegt man denn nichts, wenn man die alle tötet hier? Doch, ein Schlüssel. Deswegen sollte man immer alle Gegner töten. Immer. Was mir auffällt... Warum haben wir drei Schlüssel? Haben wir den letzten Dungeon mit zwei übrigen Schlüsseln beendet? Also hatten wir noch zwei Schlüssel übrig und haben den Dungeon geschafft? Und diese Gegner gefallen mir überhaupt nicht. Die muss man von der Seite treffen, aber die gucken einen immer an, verdammt. Und parallel... Oh Gott, ich bin fast tot. Oh Scheiße, ich muss mich kurz konzentrieren, ja. Ja. Der zweite Game Over. Wo fange ich an? Okay, anfangs des Dungeons. Das ist noch okay. Wenn er mich jetzt an der Startposition rausgelassen hätte, dann wäre ich sauer gewesen. Aber die Gegner sind natürlich alle wieder da. Und ich denke, ich werde sie auch alle töten. Einfach nur aus Prinzip, weil die auch Herzen da lassen könnten. Aber irgendwie hinterlassen diese Gegner so gut wie nichts. Also bisher haben diese Gegner nicht einmal irgendwas hinterlassen. Ich lasse mich von jedem treffen hier, ey. Das sind jetzt nicht die Gegner, von denen man sich treffen lassen sollte. Hey, niemand gibt irgendwas. Aber ja, zurück zu meiner Frage. Haben wir den letzten Dungeon beendet, während wir noch Schlüssel hatten? Muss ja eigentlich so sein, ne? Weil
In einem Laden konnte man sich ja auch einen Schlüssel kaufen. Für 100 Rubine oder sowas. Also, das finde ich schon krass, dass man sich so, falls man in einem Dungeon nicht weiterkommt, einfach rausgehen und sich einen Schlüssel kaufen. Dann kann man im Dungeon weiterkommen, ne? So, ich weiß nicht, was ich bei diesen Gegnern machen soll. Die sind irgendwie zu OP. Ich will aber auch keine Bomben verschwinden, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Oh, das war gut. Das war scheiße. Die gucken einen immer an. Das ist das Problem. Wenn ich meinen Schwertwurf hätte, dann wäre es viel, viel einfacher gewesen. Der Boomerang macht auch nichts gegen die. Komm her. Nein, komm nicht her. Nein, guck mich nicht an. Nein, geh weg. Nein. Fuck you, Alter. Dreimal Game Over schon. Ja, Leute, so wird das nichts, ne? So wird das nichts. Diese Gegner töte ich jetzt auch gar nicht mehr. Die geben einfach gar nichts, also scheiße ich jetzt drauf. Komm, geh mir aus dem Weg hier jetzt. Ich will hier durch. Und wenn das so weitergeht und wir hier nicht weiterkommen, dann wird das in diesem Part nichts mit blauen Ring kaufen und das Schwert. Ne? Komm jetzt, wie viel Leben hast du denn? Ich muss den viermal treffen, oder was? Tatsächlich, viermal. So, egal. Wir haben diesen Hardcore-Raum geschafft. Jetzt können wir nach oben oder nach links gehen. Ich gehe mal nach oben. Und hier sind drei verschlossene Türen. Drei Stück. Das Ding ist, wir könnten in jeden Raum reingehen, da wir genau drei Schlüssel haben. Aber irgendwas sagt mir, ich sollte wieder nach unten gehen. In den unteren Raum. Oh ja. What the fuck? Glitch dich halt durch diese Wand durch. Dankeschön. Jetzt haben wir vier Schlüssel. Hey, ich habe die Tür gar nicht geöffnet. Toll. Die Tür wollte ich gar nicht öffnen, aber wenn er schon mal geöffnet hat, gehen wir hier rein und wow. Okay, ich komme hier nicht aus dem mittleren Gang raus. Krieg ich was, wenn ihr alle tot seid? Ja, Bomben. Ich kann aber nicht mehr als 8 Stück tragen. Oh Gott, was sind das denn für Gegner? Ich glaube, wenn man sich von denen treffen lässt, verliert man keine Herzen, ja, hat man ja gerade gesehen. Aber dann kann ich für eine Zeit lang mein Schwert nicht benutzen. Aber ich habe ja meinen Boomerang, ne? Also wenn ich mich treffen lasse, dann von diesen Elektroviechern, aber nicht von den richtigen Gegnern. Ey, ist das nervig, Mann. Wieder nichts. Gehen wir mal hier lang. Oh mein Gott, holy crap. Wie viele Gegner sind das? Warte, macht die Kerze irgendwas? Nein, macht absolut gar nichts. Ich muss die mit den Bomben killen. Mit dem Schwert wird das nichts. Oh, ein Herz, dankeschön. Komm, Kizzy. Wie viel haltet ihr aus? Manche sterben mit einer Bombe, die sterben hier mit drei Stück. Ich will meine Bomben nicht verschwinden. Wenn ich eine Bombe übrig habe, darf ich die letzte Bombe nicht benutzen. Mann, ich hasse euch Gegner, Alter. Ich hasse euch so sehr. Der wird mich töten, ich weiß es. Oh, meine Fresse, ist das ein Anfall hier. Halbes Herz, Leute, halbes Herz. What the fuck? Ich muss da durch. Ja, ich muss ja jeden Raum mindestens einmal sehen. Ich muss dahin. Oh, hier ist der Kompass. Holen wir uns erstmal den Kompass, ja? Ja, wir holen uns gar nichts. Wir sterben einfach ein drittes Mal. Vielleicht hätte ich doch den blauen Ring und das verbesserte Schwert kaufen sollen, bevor ich hier in diesen Dungeon gehe. Vor allem jetzt sind alle Gegner wieder da. Und wir haben immer noch so wenig Bomben. Ich bin sogar kurz davor, wenn wir jetzt nochmal Game Over gehen sollten, also ein viertes Mal. Dann würde ich sogar sagen, brechen wir den Dungeon kurz ab.
holen uns die 250 Rubine, holen uns den blauen Ring, holen uns das verbesserte Schwert und kommen dann hier wieder zurück, weil ich habe jetzt schon wieder nur ein Herz. Das kann es einfach nicht sein. Okay, das ist wieder der Raum mit dem Kompass. Komm, gib mir doch mal irgendwas, ey. Ich hasse euch Viecher so sehr. Jetzt bin ich in diesem Raum wieder. Aber die geben ja auch nichts. Nichts. Komm, stirb wenigstens. Ach komm, bitte nicht, ey. Die geben hier alle gar nichts. Ich probiere jetzt durch den Hardcore-Raum da unten durchzukommen. Ach nee, ich muss ja die nochmal killen. Ich probiere es erst gar nicht mit den Bomben. Ja, ich bin sowieso tot. Gut, Leute, dann wird das nichts. Brechen wir diesen Dungeon erstmal ab. Kommen später wieder. Holen uns das verbesserte Schwert. Holen uns den blauen Ring. Ja, und dann sehen wir uns wieder, ne? Ich werde offscreen 250 Rubine sammeln. Ich werde nicht cutten, falls ich ein Game Over haben werde. Ihr werdet es ja sehen beim Vorspulen. Könnt ihr also den Game Over auch mitzählen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich 250 Rubine habe, ne? Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und ich habe eine Planänderung. Wie ihr seht, ich habe immer noch keine 250 Rubine und das würde viel zu lange dauern. Ich müsste hier fast eine Stunde die Gegner hier killen, bis ich 250 Rubine hinkriege. Deswegen denke ich mir, holen wir uns einfach das verbesserte Schwert und probieren es einfach mit dem besseren Schwert nochmal. Weil, ich kriege keine 250 Rubine zusammen. Es sei denn, ich finde wieder eine Secret-Höhle, wo ich direkt 100 Rubine bekomme, aber das könnt ihr vergessen. Bis ich hier mal 250 Rubine habe, das kann ja Jahre dauern. In allen anderen Spielen kriegst du Rubine in den Arsch gesteckt, Alter, und hier kannst du 3 Jahre lang suchen und nichts kriegen. Bin schon wieder halbtot. Ich denke, ihr habt es auch gesehen. Ich bin einmal Game Over gegangen. Das interessiert mich schon gar nicht mehr. Das ist vollkommen normal hier. So, um zum verbesserten Schwert zu kommen, einfach vom Startpunkt aus einmal nach rechts gehen, dann 5-mal nach oben, dann einmal nach links, hier nach oben gehen. Boah, der hat mich fast getroffen. Oh Gott, was sind das hier, Felsen oder was? Aua. Dann müssen wir hier zwingend nach rechts. Hier nochmal nach rechts. Alter. Ist das hier der Todesberg oder was ist das? Und jetzt hier nochmal nach rechts. Und dann müssten wir da sein. Genau, da ist eine Treppe. Da müsste dann das verbesserte Schwert sein. Ich habe gehört, das verbesserte Schwert kriegt man nur, wenn man mindestens 5 Herzen hat. Also das hätten wir uns halt, wie gesagt, auch schon im ersten Part holen können. Da haben wir uns ja Herzcontainer geholt, 3 Stück. Oh, naja. Jetzt gehen wir hier hoch. Diesen Gegner ignorieren, der ist ziemlich schwach. Ziemlich schwach, genau. Der ist ziemlich stark, eher gesagt. Der hat auch einen Schwertwurf drauf. Wow. Und der steckt so viel ein, Alter. Heilige Scheiße, ey. Master using it and you can have this. Danke sehr, alter Mann. So, dieses Schwert ist viel, viel besser als unser erstes billiges. Damit sollten Gegner schneller sterben und weniger Hits brauchen, bis sie sterben. Aber jetzt, wo ich halt wieder hier so, hier bin, würde ich halt schon gerne den blauen Ring haben, ne? Ah, 250 Rubine kriege ich niemals zusammen. Warum? Weil ich hier wieder zusammengeschlagen werde von den ganzen Gegnern und Objekten hier. Ach, wisst ihr was? Ich werde cutten und dann mal schauen. Na? Entweder gehe ich zum dritten Dungeon oder ich sammle genug Rubine. Ich werde es ja dann sehen. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und wie ihr sehen könnt, habe ich 255 Rubine. Das hat so lange gedauert, Alter. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt die benötigten Anzahlen
die benötigte Anzahl an Rubinen endlich habe. Um den blauen Ring zu finden, müsst ihr von hier aus einmal nach oben gehen. Dreimal nach links und dann dreimal nach oben. 255 Rubine ist auch, by the way, die Maximalanzahl an Rubinen. Das heißt, mehr Rubine könnt ihr nicht tragen. Ich wollte gerade sagen, ich sollte mich nicht treffen lassen, weil ich gerade volle Herzen habe. Aber nein, genau dann werde ich 50 Mal getroffen. Oh, das ist ein Herz. Mir fehlt noch ein bisschen. Komm schon, bitte. Gib mir ein Herz. Ja, jetzt brauche ich auch keine Rubine mehr, ne? Na, jetzt hier noch einmal hochgehen und dann sollten wir da sein. Mann, trefft mich doch nicht alle 80 Mal. Vom dann kriege ich ein Herz. Das ist so lächerlich. Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Nee. Ich weiß, ich könnte mir jetzt auch Pfeile kaufen, aber nein. Das ist mir jetzt scheißegal. So, dann seid ihr hier. Die töte ich jetzt nochmal. Vielleicht kriege ich ein Herz oder so. Und ich kann euch schon mal sagen, das weiße Schwert bewährt sich auf jeden Fall. Gegner, die jetzt zwei Schläge gebraucht haben, brauchen jetzt nur noch einen. Und das ist ja schon mal was, ne? So, ihr müsst hier diese mittlere Statue berühren. Dann wird sie wach. Und hier ist eine Treppe. Boy, this is really expensive. Ja, und der Typ hier verkauft einen blauen Ring für 250 Rubine. Die holen wir uns natürlich. Und, boah, da geht das Geld aber weg. Und das sollte unsere, das sollte die Angriffe, die gegnerischen Angriffe, also den Schaden halbieren, so gesehen, ja. Und wie ihr sehen könnt, hat Link jetzt eine andere Farbe. Und mehr dazu sage ich dann, wenn wir wieder beim Dungeon sind. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Voll ausgerüstet, diesmal mit dem besseren Schwert, dem blauen Ring und sogar mit vollen Herzen. Also jetzt sollten wir doch diesen Dungeon rocken, oder? Ich hoffe es doch. So, ein paar Räume haben wir ja schon gesehen. Den Kompass haben wir ja auch schon. Und da kann man ja gleich schon mal eine Verbesserung sehen. Denn diese Viecher teilen sich nicht auf, wenn ich sie mit dem Schwertwurf treffe. Oder geht das auch, wenn ich sie normal treffe mit dem Schwert? Tatsächlich, das weiße Schwert ist so OP. Das hindert sie daran, sich aufzuteilen. Sie sterben einfach instant. Das ist doch gut zu wissen. Da kann man sie paralysieren und dann abknallen. Perfekt. Dann kommen wir ja hier schon mal super durch. Genau. Also das Problem ist halt, sind halt diese komischen Ritter hier. Ich kann sie nicht paralysieren mit dem Boomerang. Es sei denn, ich treffe sie vielleicht von der Seite oder so. Von vorne geht's nicht, das weiß ich. Oh, der guckt mich auch immer an! Nee, von der Seite geht's auch nicht. Und was mit dem Schwertwurf? Auch nichts. Deren Schild ist so stark. Nein, die Fee brauche ich gerade nicht. Ich habe ja meinen Schwertwurf noch. Ich muss sie vom Weitem und von der Seite treffen, aber das ist leichter gesagt als getan, weil die immer zu mir gucken. Und das regt mich auf. Also diese Gegner sind wirklich... Die gehen überhaupt nicht klar. Die regen richtig auf auch noch, ne? Komm jetzt her. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ne? Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, in welchen Räumen ich war und in welchen ich nicht war. Ich kann mich nur an eine Stelle erinnern, wo eine Treppe war, aber da waren noch irgendwie 8 Ritter oder so in dem Raum. Und da konnte ich nicht durch, weil ich gestorben bin. Ich werde mal versuchen, den Raum wieder zu finden. Und dann gehe ich da hin. Ich hoffe, da ist irgendwie Dungeon-Item oder Karte oder sowas. Ich glaube, der Raum war genau hier unten. Nein, lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen. Komm. Ich habe ja 8 Bomben, also... Sind diese Gegner scheiße oder sind sie scheiße? Hör halt auf, mich anzugucken! Komm schon, jetzt stirb bitte. Aber ohne, dass du mich triffst. Dankeschön. So, jetzt kommen wir in den Raum mit den 8 Rittern. Und der Treppe. Oh mein Gott, sind das viele. Natürlich habe ich mein Schwert jetzt verloren. Ist ja logisch. Ich muss die Bombe genau da legen, wo richtig viele Leute sind. Boah, das ist so asozial, ey. Ja, das war gut. Das war gut. Okay.
Und den töte ich jetzt noch so. Komm. Könnt mir nichts. Ihr könnt mir nichts. Okay, wir kriegen weitere Bomben. Und tatsächlich, hier ist das Dungeon-Item. Es ist ein Floß. Wo bräuchten wir denn bitte ein Floß? Komm her. Komm her. Ich glaube, die Fledermäuse hier in diesem Raum, die geben nie was. Weil das irgendwie so nur der Dungeon-Item-Raum ist. Ach komm, jetzt her, du regst mich auf. Ach komm, lass es bleiben. Du machst mir ja eh nichts, also. Na, ah, ich. Das wäre lustig gewesen. So, jetzt geht's mir gut. So, raus hier. Jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir weiter, ne? Ich bräuchte halt ganz, ganz schnell die Karte. Aber sowas von. Hier in dem Raum waren wir auch schon. Da besiege ich jetzt auch keinen. Den Raum haben wir schon gemacht. Hier waren wir auch. Genau, dann gab es noch diesen Raum hier mit den zwei weiteren verschlossenen Türen. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben, weil das Triforce ist ja rechts irgendwo. Ich habe Angst, zum Boss zu kommen. Ohne den Dungeon-Item, ohne die Karte will ich hier nicht weg. Einfach weil es auch 100% LP ist. Hier muss ich bestimmt einen Stein verschieben, war klar. Aha, ist das wieder der alte Mann? Genau. Did you get the sword from the old man on top of the waterfall? Ja, das ist dieses weiße Schwert hier. Also, das hat ja sogar gepasst. Man soll ja mit dem Schwert hierher kommen, so gesehen. Also, ja. Aber war eine gute Idee, meinerseits. Hier ist wieder ein Schlüssel. Wir haben ja noch zwei. Also die Fledermäuse, die geben so gut wie gar nichts. Das kann man schon mal festhalten. Aber irgendwie traue ich den Braten nicht. Hier ist ja nichts mehr. Aber ich glaube, das ist nur sowieso nur wegen diesem alten Mann hier gewesen. Ach komm, du musst mir das jetzt hier noch mal sagen. Ich glaube, wenn man den alten Mann schlägt, dann schießen die Feuerdinger auch, ne? Ja, das ist auch nice. Das heißt, der alte Mann ist ganz, ganz heilig. Den darf man nicht schlagen. Gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Ich hoffe ja, dass ich die Karte bald finde. Ich höre den Boss. Warum höre ich hier schon den Boss? Okay, das ist die Karte. Oben waren wir überall. Links auch, unten auch. Dann müssten wir jetzt nach unten gehen. Und rechts neben uns ist hier der Boss. Hier ist der Boss. Wir gehen jetzt mal nach unten. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass die Karte aussieht wie ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz. Schon interessant. Ich sag nichts weiter dazu. Ich lasse das unkommentiert. Und... Oh nein, ich wollte meinen Schwertwurf nicht verlieren. Mann, ich bin kurz vom Boss und jetzt verliere ich meinen Schwertwurf, ne? Genau. Logisch. Ey, das weiße Schwert ist geil. Ich liebe es. So, und über uns müsste jetzt der Boss sein. Dungeon-Item haben wir. Karte haben wir, Kompass haben wir. Wir haben hier alles gesehen, jeden Raum besucht. Bedeutet, dieser Dungeon ist auch komplett abgeschlossen. Jetzt muss nur noch der Boss krepieren. Jetzt ist halt die Sache, was benutze ich beim Boss? Bomben wieder, wie im zweiten Dungeon. Die Kerze vielleicht sogar. Naja, erstmal gucken, wie der Boss aussieht, ne? Ui, oh mein Gott, was bist du denn? Ich würde sogar sagen, bei dem sind Bomben gut. Alter, wie der mich wieder umballert. Komm. Wow. Komm, den Rest kill ich so. Keine Bomben verschwenden. Yes, Mann. Nice. Den Herzcontainer haben wir auch schon aufgesammelt. Jetzt haben wir 9 Herzcontainer. Und haben den dritten Dungeon. Mit Bravour will ich nicht sagen, aber ja, wir haben den dritten Dungeon geschafft, ne? Und im nächsten Part kümmern wir uns dann um den vierten. Hoffentlich werden wir im vierten Dungeon nicht so zerstört wie in diesem hier. Aber da wir jetzt den blauen Ring und das verbesserte Schwert haben, ja, sollte das kein Problem sein. Ich glaube sogar, dass man ab jetzt, nachdem man den dritten Dungeon geschafft hat, dass man noch mehr Secrets finden kann auf der Overworld. Das könnte bedeuten, dass wir im nächsten Part erstmal noch die neueren Secrets holen.
bevor wir in den vierten Dungeon gehen? Oder trotzdem in den vierten Dungeon gehen? Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Secrets sammeln, falls es welche gibt, die neu sind. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, trotz der Fails, ne? Wir sind 3-4 Mal Game Over gegangen. Ist auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein, habt einen schönen Tag und ciao.